Wir haben das Jahr 2050. Du stehst am Eingang des Berliner Hauptbahnhofs. In 15 Minuten fährt dein Zug nach München ab. Du kaufst dir kurz einen Kaffee und schlenderst gemütlich zum Gleis 4. Der Bahnhof hier lädt zwar zum Verweilen ein, doch das ist oft gar nicht nötig. Du bist daran gewöhnt, dass in ganz Deutschland eng getaktet alle 30 Minuten ein Fernzug den Hauptbahnhof verlässt. Die Züge sind sauber, schnell und bequem. Du freust dich tatsächlich schon ein bisschen auf die Fahrt. Wenige Stunden später kommst du pünktlich auf die Minute in München an. Klingt wie ein Traum? Das alles soll laut der Bundesregierung und der Deutschen Bahn irgendwann Realität sein. Doch aktuell sind wir noch unfassbar weit davon entfernt. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Deutschen Bahn? Ziemlich so. Es ist die Geschichte einer enttäuschten Liebe. Nicht einmal enttäuscht, sondern immer und immer wieder. Jahrzehntelang. Die Deutsche Bahn ist ein Sanierungsfall. Das einzige Unternehmen, was bei Bewertungsseiten im Internet mit 14.000 Bewertungen auf satte 1,1 Sterne kommt. Die Unpünktlichkeit, die schlechten Anbindungen, die hohen Preise. Ist halt jedes Mal ein Abenteuer. Überbezahlte Manager, ein Planungshorizont höchstens bis zur nächsten Jahresbilanz und natürlich absolut kein Bock auf Allgemeinwohl. Stattdessen will die Bahn vor allem eins: Gewinne, Gewinne, Gewinne. Also da müsste man sagen, das muss eigentlich alles weg. Ich habe heute wieder 10 Stunden im Zug verbracht und ich kann einfach nicht mehr. Man ist am Rande, an welchem Rande des Nervensambos. Ich kann nicht mehr immer in der Bahn sitzen. Die Deutsche Bahn will schon seit Jahrzehnten besser werden. Doch es funktioniert offenbar immer noch fast nichts. Überall sind Baustellen. Die Tickets sind zu teuer und die Züge unpünktlich, wenn sie überhaupt kommen. Heute habe ich in Köln 2 Stunden auf meinen Zug gewartet. Und dann wurde mir gesagt, dass er ausfällt. Manchmal fahren sie nicht mal den richtigen Zielbahnhof an. Die Pläne der Bahn wirken unerreichbar. Sind sie das? Woran genau hapert's eigentlich? Was brauchen wir, um dahin zu kommen? Wird die Deutsche Bahn jemals besser? Wir haben zu den Problemen der Deutschen Bahn schon vor 5 Jahren ein Video veröffentlicht. Seitdem ist die Bahn tatsächlich noch viel schlechter geworden. Die Züge sind unpünktlicher, die Bahn ist noch höher verschuldet, die Bahnkunden sind sauer. Ich meine, wenn die Ansage sagt, der Zug steht bereit und auf dem Gleis ist nichts. Alternative zum Auto wäre schon gut, dass sie pünktlich kommt, die Bahn. Wie läuft's mit der Bahn? Wie läuft's mit der Bahn? Nicht immer sehr verlässlich, man plant schon Verspätung ein. Die aktuellen Probleme der Bahn sind nicht neu. Kurz zusammengefasst liegen die Ursachen dieser Probleme in den 90ern. Damals gibt es die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten, beide mit erheblichen Schulden. Eine Fusion soll die Bahn profitabler und wettbewerbsfähiger machen. 1994 entsteht deshalb die privatwirtschaftlich organisierte Deutsche Bahn AG. Seitdem gab es diese Idee, man kann so eine Bahn wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen gewinnorientiert betreiben, sodass sie Leute transportiert und dabei Gewinn erwirtschaftet, dass dabei am Ende wirklich was überbleibt. Das ist Philipp Banse. Er ist Journalist und betreibt zusammen mit Ulf Burmeier den sehr empfehlenswerten Podcast Lage der Nation. In ihrem Buch Baustellen der Nation haben sich die beiden unter anderem mit dem Investitionsstau bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Die Bahn ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes. Einerseits ist die Bahn also eine Aktiengesellschaft und soll möglichst viele Gewinne einbringen. Andererseits gehört diese AG dem Bund, der sicherstellen soll, dass die Bahn der Gesellschaft dient. Uns also pünktlich und effizient in ganz Deutschland von A nach B befördert. Der Bund muss also dafür sorgen, dass die Geschäftstätigkeiten der Bahn AG diesem Ziel entsprechen. Der Bund muss die Kontrolle behalten und sicherstellen, dass Management und Finanzressourcen darauf ausgerichtet sind, eine gute Bahn zu schaffen. In einer passenden Metapher ausgedrückt, die Bahn AG fährt den Zug, aber der Bund muss die Weichen stellen und sagen, wo es lang geht. Hier, Anfang der 90er, beginnt das Versagen der Deutschen Bahn und damit der Politik. Viele der Entscheidungen sind bis heute spürbar. Schon bei der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn ist das deutschlandweite Schienennetz marode. Die Deutsche Bahn AG ist jetzt sowohl für den Bahnbetrieb als auch für das Schienennetz zuständig. Doch statt Geld zu investieren, fährt die Bahn nach der Zusammenlegung eine harte Sparpolitik. Es gibt keinen Ausbau, sondern einen massiven Abbau. Dieses Sparprogramm wird heute vor allem mit einem Namen verbunden: Hartmut Medorn. Der damalige Bahnchef sorgt ab 1999 dafür, dass wenig genutzte Gleise, Weichen und Bahnhöfe abgebaut werden, da sie im Unterhalt zu teuer seien.
Das deutsche Schienennetz schrumpft um 5.400 Kilometer. Das führt schon damals teilweise zu massiven Verspätungen und Ausfällen. Störungen und Baustellen können nicht mehr umfahren werden. Gleichzeitig werden bis Anfang der 2000er Jahre über 100.000 Arbeitsplätze abgebaut, um die Kosten zu senken. In den 2000ern wird es nicht besser. Ein Verkehrsminister nach dem anderen will die Bahn zuverlässiger und pünktlicher machen. Wir wollen Deutschland mobil machen mit schnellen Verbindungen, damit eine attraktive Alternative zum Pkw-Verkehr auf der Autobahn. Ich weiß nur, dass es sehr darauf ankommen wird, nicht nur ein besonders modernes, ein besonders effektives System vorzuhalten, sondern die Kunden mitzunehmen. Wir werden in der Zukunft dem öffentlichen Nahverkehr in den Städten, zwischen den Städten und zwischen Stadt und Region eine höhere Aufmerksamkeit schenken müssen, weil wir vom Individualverkehr wegkommen müssen. Wir müssen vor allen Dingen bei der Bahn mehr hinein investieren in größere Reservekapazitäten. Mit noch mehr Qualität, noch mehr Service, noch mehr Pünktlichkeit und noch mehr Kundenorientierung. Eine leistungsfähigere, pünktlichere Eisenbahn. Doch niemandem gelingt es. Zunächst haben drei SPD-Verkehrsminister bis 2009 augenscheinlich wenig erreicht und eher dabei zugeschaut, wie die Bahn kaputtgespart wurde. Wir haben Kurt Bodewig und Wolfgang Tiefensee gefragt, ob sie sich rückblickend zu wenig für den Ausbau der deutschen Bahninfrastruktur eingesetzt haben. Wir haben bisher leider keine Antwort erhalten. Manfred Stolpe ist 2019 gestorben. Ab den 2010ern gewinnt das Thema Verkehrswende in der Gesellschaft so richtig an Fahrt. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 setzt das Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. In Deutschland entsteht ein großer Block Emissionen im Verkehr. Es gilt, den Fokus weg von Auto und Flugzeug auf die Schiene zu lenken. Auch Fahrräder können in vielen Fällen eine Alternative zum Auto und zur Bahn sein. Sie sind grüner, man bewegt sich körperlich und verbringt Zeit an der frischen Luft. Upway bietet refurbished E-Bikes an. Das sind gebrauchte Elektrofahrräder, die von Spezialisten gründlich geprüft und aufbereitet wurden. Dadurch wird die Qualität gesichert, ihr könnt gleichzeitig Geld sparen und es wird nichts Neues produziert. Es gibt etliche Angebote von unterschiedlichsten E-Bike-Brands, teilweise mit über 60% Rabatt und mit dem Code SIMPLY sogar noch mehr. Dieses Tracking-Bike hat einen soliden Antrieb für steile Anstiege. Je nach Untergrund kommt man mit einer Akkuladung über 100 Kilometer weit. Upways E-Bike-Finder kann euch bei der Wahl eures Fahrrads helfen. Du musst nur ein paar Fragen beantworten und kriegst einen individuellen E-Bike-Vorschlag. Ihr könnt die Fahrräder 14 Tage lang Probe fahren und erhaltet eine Einjahresgarantie. Über diesen QR-Code und auf upway.de erhaltet ihr mit dem Code SIMPLY 150 Euro Rabatt auf euer neues E-Bike. Wir persönlich finden das Konzept sehr cool. Schaut gern mal auf der Website von Upway vorbei und checkt die E-Bike-Deals ab. In den für die deutsche Verkehrswende laut Experten wegweisenden Jahren hat ausschließlich eine Partei die Verkehrsminister gestellt. Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer haben, wie schon ihre Vorgänger, de facto tatenlos dabei zugesehen, wie die Bahn kaputtgespart wurde. Obwohl immer deutlicher wurde, dass eine funktionierende Bahn essentiell für das Gelingen der Energiewende ist. Sie alle kommen aus Bayern. In Bayern sind große Automobilhersteller zu Hause und das hat, glaube ich, einen Einfluss darauf, wie engagiert bayerische Verkehrsminister den Ausbau der Deutschen Bahn vorantreiben. Wir haben Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer mit der These konfrontiert, dass die Nähe der CSU zur deutschen Autolobby teilweise einen negativen Einfluss auf den Ausbau der deutschen Bahnnetze haben könnte. Außerdem haben wir sie gefragt, ob sie sich rückblickend zu wenig für den Ausbau der deutschen Bahninfrastruktur eingesetzt haben. Unsere Fragen blieben bisher unbeantwortet. Viele Deutsche lieben ihre Autos und die deutsche Politik liebt die Autoindustrie noch viel mehr. Gemessen am Umsatz ist sie der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft und damit auch die einflussreichste Branche. Die Autoindustrie ist eine der größten Lobbygruppen in Deutschland. Sie versucht sicherzustellen, dass politische Entscheidungsträger ihre Interessen berücksichtigen. Wie und ob das der Autoindustrie im Einzelnen gelingt, ist nicht immer klar. Fest steht, die Verkehrsminister, Bund und Länder verfolgen in weiten Teilen eine autofreundliche Politik. Bei Investitionen wird das Auto häufig bevorzugt. Natürlich haben viele Verkehrsminister gesagt, die Schiene hat Priorität und wir wollen auch uns um die Schiene kümmern und so. In der realen Welt ist davon nur immer wenig angekommen. Da sind doch immer viel mehr Milliarden in Straßen geflossen. Auch der aktuelle FDP-Verkehrsminister Volker Wissing steht immer wieder in der Kritik, sich nicht ausreichend für die Sanierung der Bahn einzusetzen. Wir haben ihn mit diesem Vorwurf konfrontiert.
Er hat uns bisher nicht geantwortet. In den letzten 30 Jahren wurden in Deutschland weniger als 1800 Kilometer neue Schienenstrecke gebaut. Im selben Zeitraum wurden über 250.000 Kilometer Straßen gebaut. Von 1995 bis 2018 hat Deutschland doppelt so viel Geld in Straßen wie in Schienen gesteckt. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene fasst seit 2005 jährlich zusammen, wie viel Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarländern in die Bahninfrastruktur investiert hat. Schon in ihrem Gründungsjahr warnt das Bündnis: Deutschland droht im europäischen Vergleich den Anschluss zu verlieren. Während etliche Nachbarländer massiv in die Schieneninfrastruktur investieren, sinken im Haupttransitland Europas die Investitionen in Schienenwege dramatisch. Trotzdem passiert in Deutschland im internationalen Vergleich nichts. Klar, andere Staaten sind vielleicht kleiner, haben weniger Einwohner und andere geografische Gegebenheiten. Aber es lohnt sich dennoch, einen Blick darauf zu werfen, wie viel die Länder pro Kopf in ihr Schienennetz investiert haben. Im Jahr 2006 investiert Frankreich 76 Euro und die Schweiz sogar 359 Euro. In Deutschland sind es stabile 39 Euro. 4 Jahre später sind es immerhin 14 Euro mehr geworden. Aber die meisten anderen europäischen Länder haben wieder deutlich mehr investiert als Deutschland. Wir sparen uns jetzt mal, weitere Jahre einzeln durchzugehen. Deutschland landet immer auf den hinteren Plätzen. Es bleibt bis heute dabei. Der Bund investiert kontinuierlich viel zu wenig Geld. Und daran kann man schon sehen, dass die Deutsche Bahn in Deutschland eine andere Priorität hat. Und daran kann man sehen, dass es notwendig ist, pro Einwohner, pro Einwohnerin eben deutlich mehr Geld in diese Bahn zu stecken, als wir das heute tun. Der aktuelle Netzzustandsbericht der Deutschen Bahn kommt ebenfalls zu dem kaum überraschenden Ergebnis, dass das Schienennetz veraltet ist. Mehr als die Hälfte der Strecken müssen instand gesetzt werden. Wir müssen fast 90 Milliarden Euro investieren, um das einfach nur wieder auf einen technisch akzeptablen Stand zu bringen. Da reden wir noch nicht davon, neue Strecken zu bauen und auszubauen und Dörfer anzuschließen, sondern einfach nur, um das, was wir haben, wieder auf normalen Stand zu bringen. Wir nutzen teilweise immer noch mechanische Stellwerke aus dem Jahr 1899. Das sind Relikte aus dem Kaiserreich. Aktuell sind nur 61% des Schienennetzes elektrifiziert, also mit einer Oberleitung ausgestattet. Elektrisch angetriebene Züge sind nicht nur klimafreundlich, sondern auch leistungsfähiger. Bei uns fahren etliche Regional- und Güterzüge aber immer noch mit Dieselmotoren. In einer Stellungnahme an uns betont die Deutsche Bahn, dass sie plant, bis 2030 weitere rund 760 Kilometer ihres Netzes zu elektrifizieren. Gleichzeitig setze sie bei ihren Dieselfahrzeugen auf alternative Antriebe und Kraftstoffe. Zudem entwickle die Bahn neue Technologien wie die Oberleitungsinseln. Dadurch sei es nicht mehr notwendig, das gesamte Netz zu elektrifizieren. Der Betrieb ist wahnsinnig anfällig. Selbst kleinste Störungen führen zu erheblichen Verspätungen. Züge können nicht umgeleitet werden, weil es dafür an Ersatzzügen und Ausweichstrecken fehlt. Zugausfälle haben sich im Personenverkehr seit 2017 verzehnfacht. Die Unzufriedenheit der Kunden ist enorm. Die Bahn hat derweil 30 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Jeden Tag kommen mehrere Millionen Euro dazu. Die Deutsche Bahn ist ein absoluter Sanierungsfall. Wie kommen wir hier wieder raus? 2018 setzt die alte Bundesregierung unter Merkel im Koalitionsvertrag ihre Ziele für den deutschen Schienenverkehr fest. Unter Leitung des damaligen Verkehrsministers, dem CSU-Politiker Andreas Scheuer, wird das Zukunftsbündnis Schiene ins Leben gerufen. Die Mobilität soll gefördert und das Bahnfahren endlich attraktiver gemacht werden. Dass die Bahn, die Schiene, das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts wird. Bis 2030 soll sich die Zahl der Bahnkunden verdoppeln und der Güterverkehr verstärkt auf die Schiene verlagert werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist auch die Einführung des sogenannten Deutschlandtakts. Der Deutschlandtakt ist die Idee, dass man in ganz Deutschland mit der Bahn quasi fahren kann, wie in einer Großstadt mit dem ÖPNV. Du guckst nicht mehr so richtig auf den Fahrplan, sondern du gehst einfach irgendwo hin, weil du weißt, da fahren regelmäßig Züge in diese Richtung ab. Ein Fahrplan, der die Routen von Güterzügen, Regional- und Fernzügen perfekt aufeinander abstimmt. Alle 30 Minuten verlassen Fernzüge die größten deutschen Knotenpunkte. Exakt zur selben Zeit. Pünktlicher, zuverlässiger und attraktiver Schienenverkehr für komfortables Reisen. Klimafreundliche Mobilität für Personen und Güter. Das ist der Deutschlandtakt.
Der Deutschlandtakt wird von den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land mit Sehnsucht erwartet. Im Sommer dieses Jahres beginnt außerdem eine Generalsanierung. Bis 2030 sollen die überlasteten Hauptstrecken und jeder dritte Bahnhof saniert werden. Statt immer wieder mit kleineren Baustellen an Strecken nur das Nötigste auszubessern, soll alles in einem Rutsch erneuert werden. Danach sollen die Abschnitte für längere Zeit baufrei bleiben. Als erstes soll die Riedbahn, eine 70 Kilometer Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, vollständig gesperrt werden. Es werden 117 Kilometer Gleise und 152 Weichen erneuert und 20 Bahnhöfe modernisiert. So soll Stück für Stück jede Hauptstrecke im Land saniert werden. Das klingt erstmal nicht schlecht. Der übliche Bahnbetrieb muss dafür deutschlandweit aber über Monate hinweg umgeleitet werden. Das ist halt der Preis, den du zahlst, wenn du so lange nichts machst. Dann fährst du halt in die Sackgasse, dann ist deine Infrastruktur im Arsch. Und dann dauert es einfach Jahre, das zu reparieren, weil du ja nicht alles stilllegen kannst. Vor allem im Fernverkehr wird es für die nächsten 6 Jahre voraussichtlich weiter zu heftigen Verspätungen kommen. Die Deutsche Bahn betont, dass der Ablauf der Generalsanierung seit Jahren geplant und entsprechend in den Fahrplänen berücksichtigt worden sei. Es komme also nicht zu Verspätungen, sondern es gäbe einfach regulär längere Fahrzeiten. Die Generalsanierung betrifft aber nicht das gesamte Bahnnetz. Konkret geht es um die Hauptkorridore, die momentan oft für Verspätungen sorgen. Eigentlich werden nur rund 4.200 Kilometer saniert. Die übrigen knapp 29.000 Kilometer bleiben erstmal teilweise marode. Die Bahn schreibt uns gegenüber, dass die Generalsanierung der hochbelasteten Streckenabschnitte nur eines von 7 Handlungsfeldern des dafür zuständigen Tochterunternehmens DB Infrago sei. Neben der Generalsanierung habe die Bahn zahlreiche weitere Maßnahmen wie Investments in neue Fernverkehrszüge geplant. Außerdem würden auch die ca. 25.000 Streckenkilometer des Flächennetzes schrittweise modernisiert. Wie das alles finanziert werden soll, ist auch noch nicht ganz klar. Im Haushaltsplan der aktuellen Bundesregierung waren 40 Milliarden Euro bis 2027 für die Bahn vorgesehen. Das wäre immerhin fast die Hälfte des Geldes, das benötigt wird, um flächendeckend auf einen technisch akzeptablen Stand zu kommen. Ein großer Teil des Geldes sollte aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds KTF kommen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat den KTF Ende letzten Jahres für rechtswidrig erklärt. So bleiben von den versprochenen 40 Milliarden erstmal nur noch knapp 27,5 Milliarden Euro übrig. Da fehlt halt immer noch sehr viel Cash. Für die Bauprojekte 2024 und 2025 gibt es wahrscheinlich noch keine Probleme. Aber dann könnte es wieder in Richtung Sparkurs gehen. Neubauprojekte werden schon jetzt teilweise bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte zwischen Frankfurt und Mannheim beispielsweise eine neue Strecke entstehen. Diese Pläne wurden vorerst auf Eis gelegt. Die Deutsche Bahn schreibt uns gegenüber, dass bis Ende nächsten Jahres genug Geld für die geplanten Projekte da sei. Zu den weiteren Projekten sei sie fortlaufend im Gespräch mit dem Bund. Grundsätzlich halte sie an ihren Neu- und Ausbauprojekten fest. Die Planungen würden fortgeführt, bis die Finanzierung vollständig geklärt sei. Der Traum vom Deutschlandtakt bis 2030 ist geplatzt. Das wird die Ampel nicht schaffen, nicht mit dem, was da gerade geplant ist, nicht mit dem Zustand der Bahn, nicht mit den Maßnahmen, die geplant sind. Das Ziel, doppelt so viele Bahnkunden zu transportieren, dürfte dann wohl auch nicht klappen. Den Schienengüterverkehr auf 25% zu steigern, wird auch nicht klappen. Heute liegt er nicht mal bei 20%. Und das ist das, was in den letzten 20, 30 Jahren geschafft wurde. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, hat 2023 geschätzt, dass der Deutschlandtakt um 40 Jahre bis 2070 verschoben werden muss. Wenn Justin Bieber 76, Moneyboy 88 und Northwest 56 Jahre alt sind, können die Deutschen endlich sorglos Bahn fahren. Wenn der Bahnverkehr bis 2070 erst vollständig getaktet sein soll, also ich sag mal so, ich werde das nicht mehr erleben. Ja, das ist richtig, auch ich werde es nicht mehr erleben. Der Deutschlandtakt ist Stand heute ein Jahrhundertprojekt. Wir haben die Bahn gefragt, ob sie dieser Schlussfolgerung zustimmt. Die Frage blieb leider unbeantwortet. Sie betont aber, dass Bund und Bahn mit ihrem Infrastrukturprogramm die Weichen gestellt hätten, um die verkehrspolitischen Ziele zu erreichen. Ein halbes Jahrhundert muss es nicht unbedingt dauern. Philipp Banse und viele weitere Experten empfehlen, die Bahn grundlegend zu reformieren. Die Hälfte des Umsatzes der Deutschen Bahn kommt von Beteiligungen und Firmen, die nichts mit dem Personenverkehr in Deutschland zu tun haben. Der Betrieb von Drohnenflugplätzen oder der Betrieb von Doppeldeckerbussen in London oder der Betrieb der ägyptischen Eisenbahn,
Die Deutsche Bahn ist global aktiv. Die Konzernstruktur ist extrem unübersichtlich. Es gibt mehr als 600 Tochterfirmen in 80 Ländern. Die Bahn gehört ja dem Staat, also kann der Staat doch sagen, was die Bahn machen soll. Das gilt allenfalls für das Dach, für die Deutsche Bahn AG. Aber für diese ganzen über 600 Unterunternehmen gilt das halt nicht. Der Bund hat nur begrenzt Kontrolle über die vielen Tochterfirmen, insbesondere wenn es nur Beteiligungen sind. Die können nur mitreden über, sagen wir mal, ihr Mandat beispielsweise im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG. Aber der Hebel, um wirklich die Bahn zu lenken, ist sehr, sehr, sehr schwach. Viel schwacher, als er eigentlich sein könnte. Das Geflecht aus Unternehmen und Subunternehmen ist zu undurchsichtig und komplex, um gezielt für einen funktionierenden Bahnverkehr zu sorgen. Laut Banse gäbe es deshalb eigentlich nur eine Lösung. Der erste Schritt wäre, alles zu verkaufen und abzustoßen an Unternehmen und Beteiligungen, was nicht direkt mit Sicherstellung von gutem Bahnverkehr in Deutschland zu tun hat. Also da müsste man sagen, das muss eigentlich alles weg. Ihr müsst eure Kräfte, eure ganzen Ressourcen, eure ganze Aufmerksamkeit, eure ganzen Managementfähigkeiten darauf konzentrieren, wie schaffen wir einen guten Personen- und Güterverkehr in Deutschland. Die Bahn schreibt uns, dass sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren will. Eine starke Schiene für Deutschland. Alle Töchter- und Finanzbeteiligungen würden fortlaufend auf ihren Beitrag zu diesem strategischen Ziel überprüft werden. Dort, wo es sinnvoll sei, würden sie ihr Tätigkeitsfeld Schritt für Schritt anpassen. Deshalb bereite die Deutsche Bahn aktuell den möglichen Verkauf des Logistikunternehmens DB Schenker vor. Der Verkauf des britischen Verkehrsunternehmens DB Arriva wurde bereits eingeleitet. Ende letzten Jahres hat die Bahn laut Banse einen weiteren Schritt in die richtige Richtung getan. Sie haben die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft gegründet, kurz Infrago. Das ist eine Verschmelzung von DB Netz und DB Station und Service. Sie haben quasi gesagt, ihr müsst mit euren Bahnhöfen jetzt keine Gewinne erwirtschaften und ihr müsst auch mit eurem Netz keine Gewinne erwirtschaften, sondern wir legen das zusammen, Netz, Gleise und die Bahnhöfe, und wir sagen, diese Gesellschaft, diese Infrago, die soll gemeinwohlorientiert betrieben werden. So, das heißt, da steht die Leistung im Vordergrund, dass die Bahnhöfe gut aussehen, dass das Netz in gutem Zustand ist, dass das Netz vielleicht auch Orte erreicht, die sich nicht gewinnorientiert mit Personenverkehr versorgen lassen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Die Infrago bleibt dadurch aber weiterhin Teil der Bahn AG. Banse und sein Kollege Ulf Burmeier empfehlen deshalb, die Infrago direkt dem Bundesverkehrsministerium zu unterstellen. So könnte man sicherstellen, dass sie gemeinwohlorientiert arbeitet. Viele Experten gehen noch einen Schritt weiter und fordern die strikte Trennung von Netz und Betrieb. Das ist keine neue Idee. Das diskutiert man schon seit den 90ern. Durch so eine Trennung würde ein Unternehmen den Bahnbetrieb übernehmen. Eine bundeseigene Infrastruktur GmbH würde das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Energieversorgung verwalten. Der Bund könnte dann entscheiden, welche Strecken saniert oder neu gebaut werden sollen. Ganz ähnlich gibt es das zum Beispiel schon für Autobahnen. Die Autobahn GmbH des Bundes. Der Bund entscheidet durch diese Infrastrukturgesellschaft über die Planung, Finanzierung und den Bau sowie die Sanierung von Autobahnen in Deutschland. Ein weiterer Vorteil der Trennung wäre, dass es mehr Wettbewerb auf der Schiene gäbe. Eigentlich dürfen auf den Schienen auch andere Bahnunternehmen fahren. Im Nahverkehr gibt es tatsächlich einige Konkurrenten, im Fernverkehr aber eher weniger. Wenn ihr von Berlin nach München fahrt, steigt ihr in einen ICE und selten in einen Flixtrain. Der Anteil von Wettbewerbern liegt im Fernverkehr bei unter 5%. Kritiker werfen der Deutsche Bahn AG vor, dass sie freie Kapazitäten auf ihren Schienen lieber an DB-Züge vergeben würden. Die Bahn widerspricht diesem Vorwurf. Die Vergabe von Trassen erfolge durch die DB Infrago AG in einem transparenten Prozess, der von der Bundesnetzagentur als unabhängige Aufsichtsbehörde überwacht werde. Eine strikte Trennung könnte solche Vorwürfe sicher ausräumen. Dann würde die Infrastruktur GmbH die Auslastung der Schienen erhöhen wollen und hätte eine höhere Motivation, mehr Anbietern den Zugang zu ermöglichen. Das würde eventuell für mehr Wettbewerb sorgen und könnte letztendlich zu mehr Qualität für die Kunden führen. Die SPD-Fraktion spricht sich aber gegen die Trennung von Bahn und Netz aus. Sie sehen darin keine Lösung der aktuellen Probleme der Bahn. Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft lehnt den Plan ebenfalls ab und befürchtet vor allem Nachteile für die Beschäftigten.
Tarifgebundene Arbeitsplätze könnten dadurch bedroht werden, außerdem befürchten sie Lohnkürzungen. Sowohl der EVG-Chef als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund glauben, dass die Trennungsdebatte von den eigentlichen Problemen der Bahn ablenkt. Was die Bahn vor allem brauche, seien Investitionen in die marode Schieneninfrastruktur und dass sie gemeinwohlorientiert arbeite. Die Deutsche Bahn spricht sich in ihrer Stellungnahme ebenfalls gegen eine solche Trennung aus. Eine integrierte DB sei zum Beispiel aus Kostengründen dauerhaft besser für die Eisenbahn in Deutschland. Auch in klassischen und zukunftsorientierten Eisenbahnländern wie der Schweiz, Österreich und Japan würde auf integrierte Bahnunternehmen gesetzt. Die Deutsche Bahn und die zuständigen Verkehrsminister haben über Jahrzehnte versagt und sich in ein tiefes, tiefes Loch gespart. Es wird vermutlich ebenso lange dauern, sich da wieder rauszugraben. Da wird sich auf absehbare Zeit halt auch nichts groß dran ändern. Und weil diese Infrastruktur repariert werden muss mit vielen Milliarden, und das wird dauern. Das wird die nächsten 10, 20 Jahre dauern, glaube ich, bis da wirklich spürbare Verbesserungen zu sehen sind. Von einer pünktlichen Bahn können wir erst einmal weiter träumen. Wir bewegen uns im Schneckentempo in die richtige Richtung. Wir hoffen, dass Sanierungspläne und Reformvorstöße nicht wieder auf dem Abstellgleis landen. Ich glaube, dass eine funktionierende, pünktliche Bahn, die den Leuten nicht Sorgenfalten und Angstschweiß und Wuttränen in die Augen treibt, sondern wo sie zufrieden sind, wo sie stolz sind, wo sie sich darauf verlassen können, dass so eine Bahn das Vertrauen in den Rechtsstaat und den Staat insgesamt stärken kann. Cheers. Hey, wichtig, an diesem Sonntag, dem 9. Juni, finden in Deutschland Europawahlen statt. Wenn du 16 oder älter bist, würden wir dir ans Herz legen, an der Wahl teilzunehmen. Wenn du noch nicht weißt, wen du wählen sollst, haben wir dir ein paar Infos verlinkt, die dir bei deiner Entscheidung helfen können. Die EU steht vor etlichen Herausforderungen und wir alle haben die Möglichkeit, die Richtung mitzubestimmen. Jede Stimme zählt. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.